So, jetzt gibt's hier gleich lecker Essen. Am Blidny Jezero, der da hinten liegt, im gleichnamigen Park. Ja, fette Rauchwolken da. Das ist ein Lagerfeuer, Raucherpause von der bosnischen Armee. Oder wir sind uns nicht ganz sicher, oder ist es einfach Müllverbrennungstag am Samstag? Ja, naja, Eigentlich. das Löschflugzeug, das fliegt schon ordentlich hin und her. Dahinter liegt der See. Wir haben uns jetzt aber dafür den Platz entschieden. Und da links die Kette, die wollen wir morgen besteigen. Der Veliki Vran, glaube ich, heißt da. Knapp 2000 Meter. Kleine Wanderung machen. Ich glaube heute, weil wir sind hier schon auf 1, 2, 1, 3. Wieder angenehme Nacht, Heute wird die hoffentlich. erste angenehme Nacht in diesem Urlaub, glaube ich. Wo man einfach mal durchschlafen kann, ohne zu schwitzen. Ohne Nicken und ohne komplett durchschwitzen. Naja, wir werden sehen. Jetzt hoffen wir, dass es morgen dass wir das hinkriegen zu löschen. Oder dass es weiter wegzieht. Weil in der Rauchwolke wollen wir ohne wandern. Naja, wir werden sehen. Jetzt Sonnenuntergang noch genießen und dann Abendessen. Morgen ist ein neuer Tag. Sehen wir, wie es aussieht. Windig heute. Brennt immer noch, es lodert gegenüber am Berg. Wir gehen jetzt erst da auf dem Kamm bis zum Malivran und dahinter soll es dann irgendwie so am Kamm nicht viel mehr als da, ich glaube 80 bis 100 Höhenmeter, immer am Kamm lang Richtung Veliki oder Veliko Vran, der große Vran, 2080 oder irgendwie sowas. Ja, also, der Keil. Wandern in Bosnien bedeutet halt auch sowas wie ein Weg. Altbekannt, kennen wir ja schon aus Altai und Kasachstan. Wege muss man sich suchen, aber man findet sie irgendwie. Das war also unser Abenteuer Velika und Mala Kravica Vodapad. Sitzen wir noch hier an der Trebijat, an dem Fluss und genießen unser Abendessen.
Morgen werden wir die Trevijat noch runterhauen mit unserem Kajak zur Mündung mit der oder zum Zusammenfluss mit der Nerepwa, glaube ich, heißt sie. Der Fluss, der dann auch durch Mostar fließt, wo wir später noch hinkommen. Und schau mal, unsere Fähigkeiten reichen. Verstärkung für morgen, für die Kajaktour, habe ich mir hier die Bombe geholt. Schön, das ist klassisch balkanesisches Essen. Hier aus dem Balkan. Zwei, ja, was soll man sagen? Balkan liebt Fleisch. Hackfleisch mit Käse gefüllt. Und außenrum macht man noch Speck. Und das wird dann auf den Grill gehauen und schmeckt gut, wenn man Fleisch mag. Also, ja. Ich habe mir zum zweiten Mal Tintenfisch gegönnt. Oder gönn ich mir jetzt dann. Auch sehr lecker, da haben wir jetzt dann schon essen. Der Tintenfisch ist sehr lecker. Und natürlich Schopska-Salat, was man halt auch auf dem Balkan essen muss. Schön lecker. Ja, dann Mahlzeit, unser Bier warten wir jetzt noch. Können wir nicht anstoßen. Unser zweites Bier kommt gleich. Aber fangen wir an. Er kommt gerade. Fangen wir an. Also er steht auf jeden Fall. Lab gibt's hier hoch. Volle. Bis dann. Es kommt. Na, jetzt ist es eh da. Dann warten wir noch kurz. Ja, ja, er kommt grad. Palawam. Ja. Palle. Na dann. Prost. War ein schöner Tag hier, war schön. Sehr schön, ja. Die Wasserfälle und zum Baden einmal frei. Salute. Hinter uns geladen und man sieht vielleicht die
ersten Regentropfen am 17. Urlaubstag, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Abgesehen von dem bisschen Graupel, was wir auch in Berliner hatten. Aber das war in der Schweiz, das zählt nicht. Ansonsten hat man nur Sonne. Ja, jetzt auf dem Weg nach College. Zwischen Sarajevo und Mostar auf halber Strecke. Ja, heute haben wir Mostar besichtigt. Ist eine schöne Stadt, aber brutal voll mit Touristen. Ja, sehenswert, aber hat man gesehen. Und dann die Altstadt ist wunderschön. Aber ein Pupilan nach dem nächsten und nur Deutsch gesprochen oder irgendwelche anderen nicht-jugoslawischen Sprachen. Und außerhalb muss man sagen, ist nicht viel passiert außerhalb von diesen fünf Straßenzügen, die sehr schön sind, die Altstadt renoviert und die Brücke, aber die Zeichen des Krieges nach 30 Jahren haben sie noch nicht weggekriegt in den Gebieten, wo die Leute wohnen. Jetzt schauen wir uns die Berge an, mal zwei Tage Rennrad fahren, Kajak und dann geht es vielleicht nach Sarajevo. Und wenn wir keine Lust auf Großstadt haben, dann fahren wir weiter und machen den höchsten Berg von Bosnien.